Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kidventure zusammen mit der Floke. Hallo. Und dem Maxi McFly. Hallihallöchen. Und wir sind heute im Roleplay unterwegs und wollen einen Lava-Eimer suchen. Jeder von uns. Denn dreimal Lava gibt einmal besser. Mr. Aber Lava, Eimer Lava. Haben wir doch schon. Echt? Der Eimer haben wir, aber den Eimer, aber die Lava nicht. Dann suchen wir keinen Lava-Eimer, sondern suchen nur Lava. Dann suchen wir Lava. Gut. Dugscheißer. Menschen, Tiere, Doktoren, viel Spaß beim Roleplay. So. Was jetzt heißt, müssen wir nur noch die Lava finden. Geht das hier links oder rechts? Falscher Weg! Da ist ein Pfeil nach links. Ich wollte gerade sagen, der Pfeil zeigt doch direkt nach links. Das hatte ich aber auch nicht gesehen. Der ist ziemlich dunkel in der Dunkelheit. Oh, das ist... Kannst du eigentlich Licht machen? Ich? Ja. Nein, ich kann Folgendes. Hier ist auch ein Pfeil. Das war... Das ist ja... Wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, das ist nicht schlecht. Okay. Wow. Das muss halt bergunter gehen, damit ich springen kann. Ach komm schon, teleportieren ist jetzt auch nicht so die mega krasse Sache, ja? Sag mir das ins Gesicht. Ich habe mich jetzt extra nicht umgedreht. So, wo müssen wir hin? Hier? Ihr, ja, hier rein? Lava. Das ist aber dunkel. Das sieht gut aus. Da war die Luftveränderung auf einmal ganz schlimm. Da kommt ein Spiderling. Oh Gott. Tauch aus dem Licht auf. Nein, das war diesmal aber nicht ich. Nein, das sind die Spinnen, die krabbeln hier aus den Höhlen. Aus den Wänden, aus dem Boden. Also ich muss euch leider eine Sache sagen. Wenn die Spinnen tatsächlich größer werden sollten, bin ich raus. Nein, das geht nicht. Das wäre ja höchstens bei der Königin wahrscheinlich. Oh je. Ich habe noch keine explodierenden Spinnen gesehen. Das ist doch gar keine explodierende Spinne. Das war eindeutig eine explodierende Spinne. Ist das heiß? Au, das ist Spinne. Nein, aber die Spinne. Was wie? Das können wir aber nicht hauen. Oh. Hätten wir das... Habt ihr das gerade aufgenommen? Nein, ich hab... Aua! Nichts gut. Kann man das aufsammeln? Ich konnte es, glaube ich, gerade kaputt schlagen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, hey. Das bleibt einfach eine Zeit da. Versucht da nicht reinzulaufen. Oh, auf und davon. Ups, ich hab's runtergeschubst. Hast du gerade die Spinne runtergeschubst? Oh, das war ein Unfall. Ich schwör's. Sie ist gesprungen. War doch gut. Ich wollte sie aufhalten. Pass doch mal auf. Aua. Ich will gar nicht die Spinne sehen, die das gebaut hat. Das hat keine Spinne gebaut. Ich? Nein, das ist so groß und toll, das müssen Katzen gebaut haben. Oh, ich bitte dich, als ob Katzen sowas bauen könnten. Ich wollte gerade sagen, was denn das waren mit Sicherheit die Assassinen. Da bin ich mir fast sicher. So was. Oh, oh Gott! Oh, so ein Au. Hilfe! Kann mir die Katze aus dem Gesicht nehmen. Entschuldigung. Oh Gott, was war das? Das ist aber. Wow! Klebrig! Das war ein. Also, da habe ich mich für eine Zeit lang wirklich überlegen gefühlt. Überall Spinnweben hängen, ey, ist das widerlich. Aua. Das ist heiß und doof. Ich mag das nicht. Können wir das. Ich habe ein Messer gekriegt. Mein Gott, wieso explodieren hier eigentlich Spinnen? Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist wirklich. Das sind die Spinnen. Das bist du. Entschuldigung, Mensch. Ich habe auf dich gekloppt. Hab ich nicht gemerkt. Tue ich dir nicht weh. Die rüsten wieder die Schläge ab. Wo ist denn nun da? Oh Gott. Wir müssen nur Lava finden. Und wenn wir die Lava haben, dann können wir zurück und das Spinnen wärmer machen. Oh, das wird ziemlich warm. Oh mein Gott. Was ist das? Magier? Das ist... Das riecht den Spinn. Tatsache. Oh mein Gott. Jetzt kommt Lava. Oh. Ich glaube... Magier, was auch immer du gerade gemacht hast, bringt uns hier... Das ist... Oh, nicht so weit nach rechts laufen. Nicht so weit geradeaus laufen. Nur rüberlaufen. Zum Angriff. Oh! Du schaffst es. Komm schon. Eine Ewigkeit später. Das war anstrengend. Interessant. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir darüber gekommen sind. Ich glaube, meine Fußsohlen sind geschmolzen. Deine Fußsohlen sind geschmolzen? Das ist schlecht. Brauchst du neue Schuhe? Du riechst auch verbrannt. Ihhh. Verdammt. Wird noch irgendwas?
Läufst du immer verbrennenden Sachen weg und schreist I? Du wärst kein guter Feuerwehrfrau. Hilfe! Wäre keine gute Köchin. Was? Hier ist warm. Was denn? Oh, ist das warm hier. Das fühlt sich an wie auf den Südmeerinseln. Und nicht so windig. Ich glaube, hier kommen wir nicht richtig dran. Oh Mann. Lava-Pool. Da kannst du es rausnehmen, aus dem da. Ja. Okay. Das ist wohl genug. Haben wir dann alles? Müssen wir irgendwie zurückkommen. Zum Glück hatten wir Handschuhe an, weil das ist keine gute Idee, ein Metalleimer mit Oioioioioi, wie kommen wir denn jetzt zurück? Vielleicht einfach den Weg, wo wir hergekommen sind, hier durch dieses Loch. Aber das dauert doch total lang und dann müssen wir diesen blöden Weg wieder zurückspringen. Was hast du gemacht, Katze? Hatte keine Lust, das nochmal zu machen. Oh. Das macht er immer. Immer wenn er keinen Bock auf irgendwas hat, dann macht er sowas. Toll, wo sind wir jetzt? Ja, ich wollte gerade sagen, sind wir nicht da, wo wir reingekommen? Nee. Doch. Wir sind in der Nacht reingekommen. Wie lange waren wir denn da drin? Das will ich gar nicht wissen. Ach du heiliger Joghurt. Oh Gott, und jetzt müssen wir auch noch da runter, ne? Ja, ich denke mal, aber bevor wir runter zur Spinne gehen, wäre es vielleicht gar nicht mal schlecht, sich nochmal auszuruhen, noch zu essen. Ich meine, wir waren eine ganze Weile da in der Lavahöhle. Aber was ist denn da oben? Da kannst du Tränke kaufen. Du schmeißt deine doch immer weg, so ein Quatsch. Aber die kauft ja auch keiner. Nee, die braucht ja auch keiner. Nicht unbedingt die lukrativste Stelle für sowas. Aber. Ich glaube einfach, dass er nicht genug Geld hatte für eine lukrative Verkaufsstelle. Ich glaube, dass der eine gute Stelle genommen hat. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ey, was denn? Hör doch auf mit den armen, komischen Zombies zu spielen. Ja, genau. Genau das, was ich dachte. Aber warum mit dem Zombie spielen? Der hat so knuffig geguckt. Bruder, meins. Was? Ja. Das ist ihr's. Mein. So was wie. Das macht sich doch schon Angst. Wieder. Nein! Okay, Entschuldigung. Gemein. So, jetzt bin ich auch wieder wach. Was bist du? Was? Wache. Schrei doch nicht so. Schrei doch, dann kommen sie noch und dann das, was dann? Was machst du dann? Dann erkläre ich denen, dass sie eine Wache braucht. Ja. Aber, ach Manu. So. Okay, als nächstes also in die Höhle. Aber vorher ausruhen, oder wie war jetzt hier? Wäre auf jeden Fall eine Idee, denke ich. Also, das würde ich jetzt vorschlagen, weil wir wissen nicht, wie lange wir da drin sein werden. Aber dann machen wir jetzt erstmal ein Nickerchen, Menschen. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ihr schaut bei den Menschen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen.